Wir wollen heute in dieses uralte Ruinen-Dungeon. Da bekommen wir zwei ganz, ganz wichtige Geräte. Das zeige ich euch dann später, am Ende natürlich, und auch, was man damit machen kann. Ihr könnt hier relativ problemlos unten am Ufer so ein kleines Lagerfeuer und vielleicht auch eine Kiste aufsetzen, weil in diesem Dungeon gibt es sehr viel, was ihr euch dort holen könnt. Das ist hier relativ safe. Also da vorne sitzt normal ein Krokodil. Das ist jetzt schon nicht mehr da, weil ich mich hier aufgebaut habe. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich hier reingehe, aber die ersten beiden Male waren doch etwas chaotisch und deswegen habe ich beschlossen, das Ganze eben für euch nochmal zu machen. Mitgebracht habe ich Lissy, das Alpaka, weil es dort viel zu transportieren gibt. Also es macht auf jeden Fall Sinn, ein Tier mitzubringen, das viel tragen kann. Und in meinem Fall ist das eben hier jetzt das Alpaka. Das nehmen wir mit. Als Vorbereitung solltet ihr mindestens Bronzerüstung haben und Bronzeausrüstung, Bronzewaffen und so weiter. Meine sind jetzt auch schon mit Mods ausgestattet. Einmal für die Haltbarkeit und dann für Blutungsschaden. Diese Mods habe ich bekommen von dem Säbelzahntiger, also diese Blutungsschadengeschichten kommen von dem Säbelzahntigerkampf. Und das beste Essen, was ihr herstellen könntet, das wäre zum Beispiel bei mir am Anfang gewesen, hier der Kürbissalat und gebratenes Premiumfleisch. Jetzt bin ich schon etwas weiter und kann hier Meeresfrüchte, Quinoa und den psychedelischen Topf mitbringen. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Außerdem viele Bandagen, wenn es geht. Oder wenn ihr schon könnt, auch diese Blutaktivierungscreme, die euch schneller heilt. Ich habe jetzt hier auch schon einen Eisenhammer. Ich hatte wirklich Probleme mit dem Boss und ich hoffe, dass wir das diesmal gut hinkriegen. Ach so, dich wollen wir natürlich mitnehmen. So. Im vorderen Bereich dieser Höhle habt ihr Plünderer und zwar eine große Anzahl Plünderer und die sind nicht ohne. Ich würde jetzt Lissy erstmal hier zum Beispiel stehen lassen. Hier gibt es ganz viel Kupfer auch. Also diese Höhle lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen jetzt hier im Eingangsbereich 2 oder 3 Plünderer. Die sind stark. Also Plünderer sind stark. Es macht Sinn, sich die nach Möglichkeit ranzuziehen, einzeln, wenn es geht. Und einzeln eben auch zu bekämpfen. Und es gibt hier, das schauen wir uns jetzt hier an, es gibt eine Menge tollen Loot. Was ihr insbesondere braucht, sind diese Korrosionsbehälter. Die braucht ihr nachher für die mechanischen Bosse. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzeln bekämpfen, sondern ich werde dann letztlich mit Lissy hier durchreiten. Die werfen fiese Sachen auf euch. Ihr könnt übrigens Plünderer. Wo ist er? Okay. Ihr könnt Plünderer nicht zu euren Thralls machen. Das geht nicht. Jetzt rufen wir Lissy mal. Ich zeige euch jetzt hier den Weg, wo es durchgeht. Es wird relativ schnell gehen. Also wir gehen hier rein in die Höhle und gehen dann gleich mal nach rechts und gehen hier den Gang runter. Wenn ihr die Plünderer bekämpfen wollt, ist das eine gute Geschichte, weil, wie gesagt, es gibt hier viel, es gibt hier auch Loot, es gibt hier, hier ist er, der Elite-Boss. Der ist auch nicht ohne zu bekämpfen. Es gibt tolle Truhen hier zu bekommen. Aber im Prinzip könnt ihr hier einmal durchgehen. Wahrscheinlich wird der letzte Plünderer, ja, da ist er schon, wird uns jetzt hier folgen. Steig mal ab. Ups. Den holen wir uns noch. Ah, der hatte schon die Aggro verloren. Na gut. Wir haben auch Bronzerüstung, die kann man zum Beispiel mitnehmen und bekommt dann auch natürlich Bronzegeschichten raus. Und weshalb ich jetzt hier mal hergegangen bin, ich glaube, ich kann euch jetzt hier noch zeigen, in diesen Kisten hier sind feine Sachen.
Oh, aua. Ups. Es gibt hier tolle Sachen auch zu looten. Hier gucken wir jetzt noch mal rein. Zum Beispiel Rüstungsverbesserungsgeschichten, Talkum, Kohlenerz und vor allen Dingen die Korrosionsbehälter. Also gerade wenn ihr das erste Mal hier reingeht, solltet ihr alle eigentlich legen und alles plündern, damit ihr ausreichend von diesen Korrosionsbehältern habt. Ich werde mich jetzt mal heilen und auch buffen. Jetzt sind wir ziemlich gut gebufft. Wir haben jetzt, hier seht ihr es schon, diese Schlachterklingen hier drin. Und als erstes schmeißen wir immer einen von diesen Korrosionsbehältern da rein. Um die Maschinen zu zerlegen, braucht ihr einen Hammer, Fäustlinge, das Großschwert. Ja, das war's, glaube ich. Und dann, damit könnt ihr die tatsächlich dann auch zerlegen. Alle anderen Waffen funktionieren hier nicht. Da ist der nächste. Der hat eben ein Schutzschild aufgebaut gehabt, falls ihr das gesehen habt. So, und dann haben wir dort auch noch einen. Der hat eine Fehlfunktion. Und natürlich nehmen wir den Loot aus der Lootkiste mit. Und wir nehmen hier diese Metallteile mit, ganz wichtig. Da bekommt ihr euer erstes Eisen raus. Jetzt gibt es hier verschiedenste Eingänge. Wir fangen mal hier an. Also, wenn ihr reingekommen seid, links. Da steht auch wieder so ein mechanischer Kern. Ach, Lissy. Und dann können wir hier diesen Mechanismus bedienen. Damit öffnen wir die gegenüberliegende Tür und haben natürlich auch hier wieder eine Lootkiste. Hier geht nichts. Hier können wir jetzt reingehen. Wir sagen jetzt, Lissy, sie soll stehen bleiben hier, weil hier sind Fallen. Und das... Wir können drüber springen, aber das Tier natürlich nicht. Ups, jetzt habe ich vor lauter Quatschen habe ich jetzt vergessen, dass ich hier den Korrosionsbehälter ausrüste. Und das ist das erste schwere Gerät hier, was wir mitnehmen. Da können wir es halten. Das ist ein Teil des Reiseportals und wir brauchen drei Teile. Die sind sehr schwer. Ja, also ihr könnt schon, ihr seid schon überladen wahrscheinlich, wenn ihr zwei von diesen Teilen hier im Inventar hättet. Das war der erste. Da sind wir reingekommen. Da links und rechts, das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir hier rein. Rechts vom Eingang ist das jetzt. Achso, jetzt habe ich Lissy nicht dabei. Okay. Da haben wir wieder einen. Und hier wieder eine Kiste. Man muss hier auch aufpassen wegen Vergiftung. Das ist mir auch schon passiert. Dann hatte ich überhaupt keine Energie mehr. Das war natürlich schlecht. Und hier geht's weiter. Also die sind noch recht gut und einfach zu besiegen, hier diese kleinen.
Wir haben jetzt hier drei Türen. So. Und ich sage jetzt Lissy einmal, sie soll hier stehen bleiben. Dann gehen wir mal hier in die erste Tür rein. Hier haben wir wieder Fallen. Also es ist schon ein ziemliches Labyrinth, muss man schon sagen. Und hier haben wir das zweite Teil und da steht wieder so ein Boss. Der hat diesmal eine Fehlfunktion. Wir gönnen uns aber trotzdem das hier, um ihn weich zu machen sozusagen. Ich würde gerne mal mein Großschwert ausprobieren. Mit 5. Ob das funktioniert? Oh ja, das geht auf. Also das scheint aufzugehen. Ihr seht schon, ich hatte das noch nicht trainiert, das Großschwert. Das hat auch funktioniert. Das ist gut. Diese roten Steine sind ganz wichtig. Wir haben hier das zweite Teil, das wir mitnehmen. Wir haben jetzt, das ist Teil 3 und Teil 1 haben wir von dem Portal. Ups. Das laden wir gleich mal in Lissy ab. Mods haben wir gekriegt. Also man muss sich ja nicht unbedingt alles mitnehmen, aber viele dieser Sachen sind sehr gut schon zu haben. So, wenn ich das jetzt richtig weiß in diesem Labyrinth, dann kommen wir hier noch nicht rein. Oder? Oder war das woanders? Oh doch, hier kommen wir rein. Gut. Ach, der hat wieder eine Fehlfunktion. Okay. Wow, das hatte Kraft. Hier bekommst du zwei Technikpunkte. Ich habe das allerdings schon gelesen, als ich das erste Mal hier drin war. Hier wieder raus, ohne die Falle auszulösen, wenn es geht. So, und dann haben wir hier jetzt noch eine letzte Tür. Ja, genau, das ist der Raum. Und hier rufen wir jetzt wieder unser Alpaka hinzu. Das kommt hier jetzt hochgeflitzt irgendwo gleich. Da ist er schon. Wir lassen sie jetzt da stehen. Also ich mache das so, ich lasse sie da am Eingang stehen, weil es ist etwas verwirrend sonst. Also ich habe da einen Anhaltspunkt, wo ich schon war, beziehungsweise wo ich hergekommen bin. Okay, den haben wir. Mhm. Müssen wir uns heilen? Jetzt gehen wir hier rein. Hier diese Truhe. Und hier gibt es jetzt nichts zu tun. Nur eine Statue von einem Gott vielleicht. Das ist jetzt der Big Boss. Und der kommt bis hierher. Normalerweise. Und dann geht er wieder zurück. Das heißt, der resettet sich nicht. Also der resettet sich, der kommt da nicht raus. Den hier lassen wir erst nochmal in Ruhe und heben ihn uns für zum Schluss auf. Jetzt gehen wir mal hier rein. Lissy lassen wir wieder stehen. Ups. Ja. Da müssen wir was aktivieren. Und zwar hier oben, diesen Knopf. Dafür braucht ihr entweder einen Speer, den ihr da hinwerfen könnt, oder einen Pfeil. Und dann geht diese Tür auf. Und das ist eigentlich mit der wichtigste Raum. Weil hier bekommt ihr dieses Gerät. Und zwar beide Teile. Ruf doch nochmal Lissy. Das können wir nämlich nicht tragen.
Ihr braucht beide Teile. Ihr könnt auch, ja, jetzt kann ich mich eben nicht mehr bewegen. Ihr könnt diese Teile auch noch an einer anderen Position bekommen. Hier ist aber auch nicht einfach und hier bekommt ihr immer nur ein Teil. Also deswegen ist es eigentlich ganz gut, hier reinzugehen und diesen Part zu machen. Und selbst wenn ihr den Boss auslasst, habt ihr auf jeden Fall das Gerät. Dann können wir hier wieder zurück. Und gehen in das letzte Part hier rein. Da haben wir wieder einen von den kleineren Bossen. Und da haben wir einen großen. Ja, und das ist das Problem, du kommst hier nicht raus. Ja. Ich komme hier von ihm nicht weg, kann machen, was ich will. Und das kann ziemlich böse enden. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Auch bei dem großen Boss. Du bist dann da irgendwie... Ich nenne es jetzt mal gefangen und kommst da nicht raus. Der hat uns jetzt ein paar von diesen Teilen auch wieder gegeben. Und hier Metallteile und Waffenmodule, ganz wichtige Sachen. Hier gibt es dann ein weiteres Teil. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier... Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Gehen wir erstmal hier in die große Tür rein. Hier müssen wir jetzt wieder die Tür öffnen über diesen Mechanismus. Und hier ist das letzte Teil. Ja, hier haben wir gar nichts. Das können wir noch mitnehmen jetzt. Können wir Lissy hier... Ja, können wir. Okay. Das ist jetzt Teil 2. Hier ist der Punkt, wo wir es bekommen. Genau, jetzt haben wir alle drei Teile von dem Portal, die wir brauchen. Und wir haben die Maschine. Also im Grunde genommen könnten wir diesen Raum jetzt, also das könnten wir jetzt an und für sich schon verlassen. Ja, wir haben jetzt alles, was wir brauchen aus diesem Dungeon. So, jetzt gucken wir doch nochmal darunter. Jetzt sind wir wieder in diesem ersten Raum, also wir sind da reingegangen, sind hier jetzt rausgekommen und da geht es wieder zurück in die Mine mit den Plünderern. Also hier könnt ihr jetzt rausgehen. Wir gehen also wieder zurück hier, wo wir hergekommen sind. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir da wieder raus können. Also der Boss hier ist wirklich heftig. Ich habe so ungefähr 10 Versuche gemacht. Was ihr hier jetzt gerade seht, man wird im Prinzip, wenn man in seine Nähe gerät, hier mit dem Hammer, einerseits wird man natürlich im Zweifel verletzt. Das Problem ist, du kommst nicht raus aus ihm. Das war dann eigentlich das, was im Endeffekt immer dazu geführt hat, dass ich dann gestorben bin an dieser Stelle, weil es so einen Moment gibt, wo man einfach von ihm nicht wegkommt. Ich habe dann beschlossen, dass ich eine andere Strategie brauche. Habe mir Eisenfäustlinge gecraftet und habe mir gedacht, ich versuche es mit Eisenfäustlingen. Und das zeige ich euch jetzt. Drückt mir die Daumen. Du kommst da nicht weg. Du kommst da nicht weg. Wieder falsch reingerannt.
Oh, Glück gehabt. Nein. Nein, 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 nein. Oh Mann. Okay. Viele nette Sachen. Einmal heilen. Und die Kisten. Also Fäustlinge waren eine gute Idee. Ich habe aber auch die, muss ich zugeben, ich habe das jetzt runtergedreht, dass er ja einfach mehr Schaden nimmt, ja. Und also wenn ihr auch Singleplayer seid hier, dann ist das, glaube ich, ganz legitim. Was war das jetzt hier? Waffen- und Werkzeugmodifizierung. Stufe 4 ist das sogar schon. Dann können wir hier raus. Und ich bin der Meinung, hier rechts ab. Hier haben wir nochmal diese Geräte. Ja, das können wir jetzt nicht mitnehmen. Und hier können wir was aktivieren. Das ist jetzt nochmal so eine spezielle Schatzkiste, kann man das nennen. Und jetzt geht es hier sozusagen den schnelleren Weg raus. Aber da unten stehen die Plünderer. Und wir klettern einfach idealerweise hier hoch, wenn es geht. Will er aber nicht. Komm hier nicht hoch. Jetzt wäre es gut, wenn wir noch etwas leichter wären. Es nützt nichts, wir müssen hier durch. Wir sind ziemlich langsam. Aber hier oben hatten wir ja schon aufgeräumt. Weitestgehend. Und wir versuchen hier rauszurennen. Okay, jetzt haben wir hier Ruhe. Weitestgehend, ja. Können hier, ja, hier haben wir aufgeräumt. Also der Respawn ist, finde ich, relativ schnell, dass die Gegner wieder da sind. Vor allen Dingen, wenn du zwischendurch einmal gestorben bist oder so, dann ja, kannst du davon ausgehen, dass die langsam schon wieder reingespawnt sind. Gerade wenn du am Ende vom Dungeon gestorben bist. Weil wir da nicht wegkamen von dem Boss, waren die Fäustlinge eine gute Wahl. So, wir haben die mitgebrachte mysteriösen Steintisch hier. Hier können wir einerseits unsere Maske verändern, das zeige ich euch dann gleich. Wir können hier verschiedene Masken bearbeiten. Wir können in der Umgestaltung, wenn wir jetzt wechseln dahin, dass wir mit NPCs spielen, also nicht mehr den eigenen Charakter spielen, sondern eben einen besseren Kämpfer spielen, können wir die Daten dieses Kämpfers hier eingeben, wenn wir ihn kontrollieren, und können ihn dann später hier wieder ins Leben zurückholen. Wir können hier Dinge herstellen, und hier läuft jetzt bei mir gerade die Herstellung des Portals. Das waren diese drei Teile, die wir geholt haben in der Ruine, in der mysteriösen Ruine, und haben die hier reingelegt in diesen speziellen Steintisch, und die werden gerade hergestellt. Als Brennstoff braucht dieser Steintisch Sonnensteine. Und das Letzte, was wir hier tun können, ist, dass wir sagen, wir möchten bestimmte Dinge hier zerlegen lassen. Mit den roten Steinen können wir Zusatzfunktionen in unserer Maske freischalten. Wir müssen das Multifunktionsmodul reparieren. Wir haben hier noch ausreichend von diesen Steinen. Nehme ich mir mal hier raus. Und mit Y gehe ich hier rein und repariere mal diesen Knoten hier. Jetzt kann ich hier mit der Taste E die Steine hier einsetzen. Also Selbstheilung war das. Volle Energie, Hitzeanpassung, Stahlkörper ist noch neu. Ja, also das sind jetzt die, die wir hier einsetzen können. So, jetzt fehlen uns aber hier noch zwei. Aber
Mit Hilfe dieser speziellen Kristalle bekommen wir eben zusätzliche Buffs oder Funktionalitäten für unsere Maske. Jetzt gehen wir nochmal auf Zerlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Gerät hier, was wir aus der Regenwaldpyramide haben, also von dem Säbelzahntiger, wenn ich das hier reinlege, dann kann ich das hier jetzt zerlegen lassen in grüne Kristalle und Sonnensteine. Da habe ich jetzt also einen Sonnenstein und grüne Kristalle dafür erhalten. So, unser Gerät ist fertig, unser Basisportal. Das können wir jetzt hier aufstellen. Das braucht ziemlich viel Platz. Und hiermit können wir jetzt theoretisch teleportieren. Gut, jetzt haben wir erst eines dieser Portale gebaut. Also das funktioniert jetzt für uns noch nicht. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir dann an wichtigen Stellen weitere dieser Portale aufbauen können. Bedeutet aber dann auch, wir brauchen weitere Teile hier, um das Portal bauen zu können. Also insbesondere natürlich die Portalteile 1, 2 und 3. Das heißt, man muss da wieder reingehen und muss sich weitere dieser Portalteile besorgen. Und du kannst die Portale erst nutzen, nachdem du den Gorilla-Boss gelegt hast. Ja, ich hoffe, diese Folge fandet ihr interessant. Wenn ihr euch der Säbelzahntiger interessiert, das verlinke ich euch, weil das habe ich ja schon mal ausführlich auch gemacht und da hat sich auch nichts geändert. Ich habe den ein paar Mal mittlerweile auch gelegt. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao.